Hallo Tierfreunde und ja, willkommen zu diesem nächsten Kochvideo, obwohl es diesmal ja nicht hundertprozentig ein Kochvideo ist, eher noch so ein bisschen eine Art Gartenvideo. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, ein Gartenvideo im Winter ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber in diesem Fall ist es wirklich gerade im Winter praktisch, denn ja, ich mache das öfter, dass ich mir zu Hause Gras anpflanze, also nicht was ihr denkt. Ich nehme meistens dafür Kamut, also pflanze mir Kamutgras an und dann mache ich daraus schöne Smoothies. Denn im Winter finde ich das Grüne, was man da so bekommt und was irgendwie auch saisonal ist, ist nicht jedermanns Geschmack. Also nichts gegen Grünkohl und Spinat und was es noch alles gibt. Allerdings, ja, die besten Smoothies, zumindest meiner Meinung, die besten Smoothies, die ich wirklich bisher getrunken habe, waren aus Kamutgras, denn da ist auch noch so eine gewisse Süße drin, aus der Pflanze selber. Ja, deswegen wollte ich euch auch mal zeigen, wie ich das denn genau mache. Und ja, ich nehme jetzt ja Kamutgras, wie gesagt. Und es gibt natürlich auch noch andere Grassorten, die ihr verwenden könnt. Ich habe allerdings noch nicht viele ausprobiert. Was ich bisher ausprobiert habe, ist Dinkel. Und aus irgendeinem Grund ist der nicht so hundertprozentig gewachsen. Also der wurde schon hoch, aber da kam nur vierte oder jedes dritte Korn ist aufgegangen. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwas anderes falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich es zu wenig gewässert. Ich habe es bisher nur einmal getestet mit Dinkel, deswegen weiß ich das nicht. Ja, aber was ich auch schon woanders gelesen und gehört habe, kann man das auf jeden Fall auch noch mit Gerste machen. Und ja, Weizengras kennt man ja auch zum Beispiel. Wir machen das jetzt heute mit Kamut. Okay, los geht's. So, das war jetzt so eine 500 Gramm Kamut-Packung. Davon habe ich ungefähr die Hälfte gestern in Wasser eingeweicht. Also circa 12 Stunden. Und ja, das werde ich jetzt in meinem Blumenkasten verteilen. Ich habe es bisher immer so auf Erde gemacht, denn ja, es geht im Grunde auch einfach auf Papier, also auf so einem Küchen-Zellstoffpapier. Habe ich aber noch nie probiert. Sollte aber theoretisch auch funktionieren. Ja, aber für mich ist es so, ich habe einen Garten. Ich habe die Erde und dann denke ich mir, warum soll ich sie nicht nutzen? Denn ich finde es irgendwie auch viel schöner, wenn ja, das Gras auf richtiger Erde wächst. So, die Kamut verteile ich jetzt erstmal gleichmäßig in den Blumenkasten. So, bei den Händen könnt ihr jetzt auch noch mal so ein bisschen verteilen, dass es wirklich möglichst gleichmäßig liegt und auch wenige Lücken vorhanden sind. Das Einweichwasser gebe ich jetzt auch noch vorsichtig drüber, dass die Körner nicht weggeschwemmt werden. So, das dauert natürlich ein paar Tage, bis die Samen anfangen zu keimen. Und ihr solltet es auf jeden Fall auch immer schön feucht halten. Deswegen habe ich hier so eine Sprühflasche und kann das damit ganz einfach immer schön überall feucht halten. Ohne jetzt irgendwie mit einer Gießkanne ständig die Samen irgendwie wegzuspülen. Das solltet ihr so ungefähr ja, so 2 bis 3 Mal am Tag machen. Je nachdem. Ja, im Grunde könnt ihr das gar nicht oft genug machen, denke ich zumindest. Ja, auf jeden Fall achtet einfach darauf, dass eure Samen wirklich immer feucht gehalten werden. Was ihr auch beachten müsst, ist, dass Kamut und soweit ich weiß auch Dinkel und Gerste und so weiter Dunkelkeimer sind. Das heißt, sie brauchen zum Keimen ja, einfach einen dunklen Ort. Und ja, ihr könntet es auch mit Erde bedecken. Dann ist wiederum die Gefahr, dass nicht alle Samen aufgehen. Deswegen mache ich es ganz einfach, indem ich das mit einer Zeitung abdecke. Sobald es nachher anfängt zu keimen und wirklich die Sprösslinge hochschießen, werdet ihr auch sehen, dass die Sprösslinge auch die Zeitung hochdrücken und dann könnt ihr sie auch ganz einfach wegnehmen. Ja, wie gesagt, es wird jetzt ein paar Tage dauern, bis die Samen anfangen zu keimen und anfangen hochzuschießen. Also dann, ja, bis in ein paar Tagen. Tschö! Ja, so sieht das jetzt nach 4 Tagen aus. Wie ihr seht, die sind schon schön gekeimt und auch schon ein bisschen nach oben geschossen. Nicht alle jetzt, aber auf jeden Fall alle haben schon so einen kleinen Wurzelansatz. Vielleicht seht ihr das hier so ein bisschen. Ja, also eine Woche dauert das schon, bis die wirklich alle fertig sind. Also, ja, ich würde sagen noch 3 oder 4 Tage, also es waren dann 8 Tage ungefähr, sollten die fertig sein. Ja, mal schauen. So, das ist jetzt nochmal ein Tag später und wie ihr seht, die Grashalme sind richtig hoch und haben die Zeitung auch schon nach oben gedrückt. Ja, ich hätte die Zeitung eigentlich schon fast gestern entfernen können.
Und ihr seht auch langsam, kriegen die Farbe. Jetzt natürlich, wo die Zeitung weg ist und da auch Licht reinkommt, beginnt natürlich auch die Photosynthese. Das ist jetzt wirklich von 10 Stunden oder so ähnlich. Ja, die werden richtig saftig grün werden, aber das dauert noch auf jeden Fall ein bisschen. Ja, bis nächstes Mal. Hi und willkommen zurück. Ja, das ist jetzt wieder 3 Tage her und wie ihr seht, sieht das Karmut-Gras jetzt richtig gut aus. Es knickt auch schon ein bisschen ab an der Seite, das heißt theoretisch hätte ich es auch schon gestern machen können. Aber ja, es ist im Grunde nicht so wichtig, dass ihr es wirklich im richtigen Zeitpunkt erntet. Aber ja, sehr viel länger als jetzt solltet ihr auf jeden Fall nicht warten. Ja, und wir machen daraus jetzt einen leckeren Smoothie. Ja, ich habe natürlich jetzt eine kleine Vorgabe an Zutaten, aber im Grunde könnt ihr da eigentlich alles benutzen, was ihr möchtet und auch in allen möglichen Mengenangaben. Ja, wie euch das am liebsten ist, das ist jetzt eigentlich die Variante, die ich meistens am liebsten trinke. So, natürlich brauchen wir erstmal das Karmutgras. Da, wie viele davon gibt es eigentlich, wie gesagt, euch überlassen. Ich werde jetzt, denke ich mal, ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel nehmen. Aber da könnt ihr auch, wie gesagt, selber entscheiden, wie grün ihr euren Smoothie gerne haben möchtet. Oder auch je nachdem, wie viel, also von der Menge her, ihr gerne machen möchtet. Und lasst wirklich ein bisschen was stehen, also ihr müsst nicht ganz bis zur Wurzel abschneiden. Denn ja, daraus machen wir später nochmal was, aber das kommt, denke ich mal, nochmal ganz am Ende des Videos. Dann habe ich jetzt hier 2 ziemlich kleine Bananen. Also von denen könntet ihr eigentlich schon fast 3 nehmen, wenn ihr wollt. Mache ich das, glaube ich, auch. Das sind wirklich sehr, sehr kleine Bananen. Also normale Größe wären das dann ungefähr 2 Bananen. Dann ungefähr 5 Datteln. Dann ein paar Nüsse. Ich habe jetzt hier Cashewkerne, ungefähr eine Hand. Und ja, es gibt auch ganz viele Smoothies, wo halt so ein Pulver drin ist, irgendwie Hanf, Eiweißpulver und was ich schon alles gesehen habe. Bin ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan von. Also ich würde sagen, wenn ihr gerne Hanf in eurem Smoothie haben wollt, dann packt einfach Hanf rein. Ja, also ich bin da eher für natürliche Zutaten, zumindest was Smoothies betrifft, muss da nicht so viel ja, Pulverzeug rein, für meine Begriffe. Dann habe ich hier noch 2 Orangen, die werde ich jetzt entsaften, weil wenn die heute mitpüriert werden, dann wird das meist auch so ein bisschen bitter und das möchte ich verhindern, deswegen presse ich die jetzt auch einfach durch. Und ihr könntet auch Zitronen nehmen, also jetzt nicht 2 unbedingt, vielleicht eine oder eine halbe, könnt die auspressen. Oder einige mögen ja auch diesen bitteren Geschmack, also ihr könnt auch die halbe Zitrone ganz in den Mixer schmeißen. Sollte dann natürlich auf jeden Fall eine Bio-Zitrone sein. Aber Smoothies allgemein, denke ich mal, solltet ihr sowieso nur Bio-Zutaten verwenden. So, rein damit in den Mixer. So, und dann habe ich hier noch eine Birne, die könnt ihr auch einfach dazugeben. Ja, im Grunde würde auch Apfel gehen zum Beispiel, aber ja, wie gesagt, könnt ihr auch variieren, wie ihr möchtet. Dann etwas Wasser dazu, je nachdem, wie dick ihr euren Smoothie gerne haben möchtet. So, und jetzt das Ganze schön cremig mixen. So, das sollte reichen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Also eine schöne hellgrüne Farbe. Und fertig ist euer Karmut-Smoothie. Ja, das hat jetzt mit Anpflanzen und allem circa 8 Tage gedauert. Ja, lohnt sich aber auf jeden Fall. Und wenn ihr so einen großen Pflanzkasten nehmt auf jeden Fall, dann kommt dabei auch viel raus. Das heißt natürlich, wenn ihr nur einen kleinen Teller nehmt mit Zellstoff vielleicht auch nur und da dann euren Karmut anpflanzt, dann habt ihr natürlich auch nur für einen Smoothie ungefähr was. Also macht es entweder in einem Pflanzkasten oder nehmt euch einfach eine große Fläche, wenn ihr es mit Zellstoff machen wollt und ja, legt da euren Karmut aus, damit ihr zumindest für ja, so 3-4 Mixbehälter etwas habt. Sonst ja, ist das, finde ich, ganz schön wenig. Ja, mal kosten. Lecker. Mmh.
Ich glaube, das habe ich schon mal am Anfang gesagt. Das Kamutgras hat so einen ganz leichten, süßlichen Geschmack. Und das merkt man jetzt auch immer noch. Also es ist wirklich was ganz anderes als zum Beispiel mit Grünkohl oder mit normalen Blattsalaten. Ja, und es ist wirklich euer eigenes, angepflanztes Kamutgras. Ich finde, da geht, was Smoothies betrifft, eigentlich nichts drüber. Ja, wie gesagt, da könnt ihr auch euer eigenes Rezept verwenden. Also zum Beispiel andere Nüsse nehmen oder gar keine Nüsse verwenden, wenn ihr das Ganze ohne Fett haben möchtet. Und dann einfach nur Früchte nehmen. Ist, wie gesagt, euch überlassen. Aber ich finde, selbst angebauter Kamut oder Weizen oder Gerste oder was auch immer ihr dann nehmen wollt, ist wirklich unschlagbar in Smoothies. Besser als alles Gekaufte aus dem Bioladen oder aus dem Supermarkt. Und wie gesagt, es wird nochmal weitergehen, denn die nächsten Tage werde ich erstmal das Gras komplett abernten, also mir jeden Tag einen Smoothie machen. Und ich sagte ja auch, ihr sollt so viel von den Stängeln stehen lassen, das war auch mit Absicht. Denn ja, aus denen werden wir auch noch was machen, um einfach die Pflanzen wirklich komplett auszuwerten, soweit es wirklich geht. Ja, also bis für euch bis gleich und für mich bis demnächst. Hi, da bin ich wieder. Ja, das ist jetzt schon wieder 2 Tage her, seitdem ich das letzte Video gemacht habe. Und habe das Ganze jetzt, wie gesagt, abgeerntet. Und das ist auch schon wieder gut nachgewachsen, also so ein gutes Stück, würde ich sagen. Ja, aus den Stielen machen wir jetzt sozusagen nochmal Saft. Obwohl das nicht direkt Saft ist, denn eigentlich für Saft müssen wir wirklich die Gräser nehmen und auspressen. Sondern wir mixen das mit Wasser, das ist dann quasi wie Saft mit mehr Flüssigkeit oder so. Ja, das ist auf jeden Fall praktischer, wenn man halt zu Hause keinen Entsafter hat, so wie ich. Und halt nur einen Hochleistungsmixer, dann kann man auch die Nährstoffe da so rauskriegen und muss ja nicht unbedingt dafür einen Entsafter kaufen. Okay. Ja, ich werde natürlich jetzt nicht den ganzen Topf nehmen können, denn das wäre für den Mixer wahrscheinlich zu viel. Werde ich jetzt hier wirklich nur vielleicht die Hälfte? Die Hälfte ist auch schon ein bisschen viel, vielleicht ein Drittel ungefähr nehmen. Und dann kann ich das später ja nochmal machen. Also morgen zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt doch die Hälfte genommen. Das sollte eigentlich klappen. Das fülle ich jetzt ganz einfach mit Wasser auf. Nicht bis ganz oben unbedingt. Ich kann auch mal Wasser nachgeben, wenn es nötig sein sollte. So, und jetzt das Ganze einfach ein paar Minuten mixen, bis ihr denkt, dass die Gräser wirklich schön fein geworden sind. Ja, das Blöde bei den Gräsern ist halt, wenn man die weiter unten abschneidet, dann habt ihr auch solche Fasern drin, die halt ja nicht so schön sind, wenn man die trinken möchte. Deswegen gebe ich das Ganze jetzt nochmal durch ein Sieb durch. Und schon habt ihr euren eigenen Kamutsaft, wie gesagt, mit mehr Flüssigkeit. Schmeckt auf jeden Fall noch ein bisschen süßlich, wie ich schon gesagt habe. Das Kamutgras hat halt so eine leichte Süße. Und ja, ist auf jeden Fall sehr gesund. Wahrscheinlich genauso gesund wie der Smoothie, aber in dem Fall, weil ich das auch durchsieben will und weil ich auch diese Faserstoffe, diese Fäden daraus haben möchte, ist in dem Fall einfach Saft angebrachter. Was ihr jetzt natürlich auch noch machen könnt, ist hier einfach wieder Bananen, Datteln oder was auch immer ihr gerne möchtet, reinzutun und euch daraus dann wieder einen Smoothie zu machen. Aber ist euch überlassen. Wir trinken das auch manchmal einfach gerne so. Also wenn ich jetzt so einen Krug voll habe oder wenn ich jetzt auch den ganzen Topf leer mache, dann kann ich auch alles in Flaschen füllen, in den Kühlschrank stellen und dann kann man das so über 2 Tage oder so immer schön trinken. Ja, ist auf jeden Fall super, um im Winter seinen Vitamin C-Haushalt hochzuhalten. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen, wie ihr das nochmal so richtig ausnutzen könnt, wenn ihr euer eigenes Kamutgras angepflanzt habt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch frohes Mixen und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!